damit ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind heute hier zu einem besonderen Anlass angekommen. Wir sind heute hier beim weltmeisterlichen Interview. Mit dabei ist natürlich heute der Weltmeister Sascha Racer. Grüß dich. Hallo und einen schönen guten Abend. Und wir wollen heute, sage ich mal, so ein bisschen auf die Saison zurückblicken und natürlich auch nochmal die Meinung von dir hören. Meine erste Sache auf jeden Fall schon mal an dich. Gratulation hier an die Weltmeisterschaft, hier mit deutlichem Vorsprung dann vorzeitig gewonnen. Kannst erstmal als erste Frage tatsächlich dann mal, wie zufrieden bist du selber mit deiner Leistung und was sagst du zu den einzelnen Rennen teilweise dann? Ja, also was ich erstmal sagen muss, das ist eine richtig geile Saison. Läuft eigentlich perfekt. Das Auto liegt mir einfach super. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Red Bull doch so gut fährt. Ich war erst skeptisch am Anfang, aber so nach und nach wurde er immer besser. Die Setups haben halt die Saison super gepasst, die ich zusammengefummelt habe. Und ja, dann kam der eine Sieg, der andere Sieg und ja, die Punkte haben sich halt ein bisschen vermehrt. Dadurch, dass der Wicklund dann noch in die Saison eingestiegen ist, erst zur Hälfte, hat er jetzt noch einen guten Spurt hingelegt, um mich doch noch wirklich zu kriegen, aber leider in Mexiko jetzt ein bisschen verkackt, was mir dann vorzeitig den WM-Titel natürlich gesichert hat. Genau, so sieht's aus und du hast es quasi dann wie Lewis Hamilton gemacht, also wirklich grandios eigentlich zu Ende gefahren. Teilweise schon echt krasse Rennen dann auch gefahren. Ich erinnere mich noch an Ungarn, wo teilweise da, ich glaube, 16 Sekunden Vorsprung waren vom Zweitplatzierten. Also das war echt Hammer. Und dann auch noch, ich glaube, insgesamt bis jetzt 8 Poles gesammelt. Also da ist auf jeden Fall ein ganz großes Potenzial da. Kommen wir dann gleich zur nächsten Frage, die jetzt halt mal auf dich sich extra bezieht. Wo liegen denn so deine, wo würdest du deine Stärken und deine Schwächen quasi bezeichnen? Übers Fahren auch mit den Autos und auf den Strecken? Also zu meinen Stärken würde ich schon die Quali zählen. So ein bisschen ist mein Setup darauf ausgelegt. Die Schwächen sehe ich eher im Rennen. Ich habe da wirklich immer Schwierigkeiten, das Auto wirklich gerade auf der Strecke zu halten. Ich komme da echt oft kurz vorm Drehen. Also ich hatte das jetzt auch erst in Mexiko. Kurz nach dem Safety Car wäre ich fast in der Wand gewesen. Da liegen halt so meine Schwächen, aber so die Qualifying, die laufen eigentlich ganz gut. Und erst recht halt mit den härteren Reifenmischungen, da komme ich so gut mit klar. Ja, das hat sich, denke ich, auch ziemlich in dem ganzen Ergebnis, auch was die ganzen Qualis angehen, ziemlich deutlich gespiegelt. Ja, wie gesagt, schon 8 Poles. Was sagst du da auch generell mal zu deiner Konkurrenz da in den Qualis? Ich sehe es ja auch teilweise mit den Mediums dann genauso schnell wie mit den Softs, also da ist wirklich krass unterwegs. Was sagst du da allgemein zu den Gegnern auch? Also ich würde meine Gegner sogar noch ein bisschen stärker einschätzen. Also ich bin mit ein paar Leuten in der Party und die kriegen meistens nicht eine gute Runde hin. Ich glaube, wenn die alle eine gute Runde hinkriegen würden, würden die auch weiter alle oben stehen und ich glaube, dann wäre die Konkurrenz auch höher. Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal gut zu hören und dann kommen wir auch schon, sag ich mal, zur wichtigsten Frage hier. Gibt es denn ein Comeback in der nächsten Saison? Tritt der Weltmeister wieder an oder gibt es quasi einen Rückzug, wie es Nico Rosberg gemacht hat? Nein, es gibt natürlich ein Comeback für die nächste Saison, ganz klar. Da werde ich wieder angreifen, aber halt ohne Hilfen. Und da gucken wir mal, wo die Reise dann hingeht. Dann, wie du sagst, du trittst wieder an, dann gibt es natürlich noch die Riesenfrage, ob es dann einen Teamwechsel gibt oder wird es bei Red Bull bleiben und vor allem dann auch mit den Teampartnern quasi noch was zu verbessern oder wie schaut es aus? Also ich habe schon viele Angebote von anderen Teams bekommen, da werde ich mich jetzt erstmal umschauen, wo es dann hingeht. Red Bull werde ich wahrscheinlich nicht mehr unterzeichnen, da ich einfach gerne ein anderes Auto testen will und Teampartner, da wird es einige geben, die gerne wollen und die ich mir wahrscheinlich dann auch aussuchen. Okay. Du bist ja jetzt halt nächstes Rennen in den, oder was heißt nächstes Rennen, wie viele Rennen bist du jetzt halt insgesamt dabei gewesen, weißt du das? Von Anfang an? Ja. Also ich hätte jetzt
kommenden Sonntag mein 100. F1-Rennen, aber ich bin leider nicht da, also werde ich mein 100. F1-Rennen in Brasilien feiern. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und dann noch eine Frage, Tatsache, ist es jetzt deine erste Weltmeisterschaft oder nicht? Ich habe zwar nochmal nachgeschaut oder habe aber nichts gefunden, müsste deine erste sein, oder? Es ist meine erste Weltmeisterschaft, die letzten Saisons, ich bin vorletzte Saison Vizemeister geworden, davor eher so Mittelfeld immer gefahren und ich glaube meine erste Saison lag auf P4. Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal dann was Positives, dass es dann endlich auch mal in Season 6 immer, glaube ich, oder? Dass es dann auch mal da 5? Ja, Saison 5 sind wir. Okay, dass es dann da auch dann mal funktioniert hat und jetzt halt noch als große letzte Frage einfach mal ein gesamtes Fazit hier zu der Saison, was die Einzelleistungen angeht, was vor allem auch die Ligaleistung angeht, was natürlich dann auch nochmal wichtig zu wissen ist. Also ganz klar ein super, super Feld in der Liga 3. Macht echt Spaß mit denen zu fahren. Man sieht, wie die Fahrer sich alle weiterentwickeln, wie sie schneller werden. Das Gesamtpaket passt. Der Stream ist einfach super, indem man sich jedes Rennen eigentlich danach anguckt. Man kann sich nicht beklagen, kann alles so besser werden. Okay. Dann würde ich sagen, das waren auch schon mal meine Fragen. Ich will nochmal alles Gute und Gratulation natürlich hier zum Weltmeistertitel. Und in Danke. Ich meine, jetzt hat, wenn das Video wahrscheinlich rauskommt, sind schon die ganzen Vize-Weltmeister und alles ausgefahren. Aber natürlich wird es auch noch spannend jetzt hat, wer Vize-Weltmeister wird und so. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Abend auf jeden Fall und dem Zuschauen ein gutes Video. Wir hören uns wahrscheinlich im nächsten Stream. Haut rein. Ciao.